Als Abenteurer erforschen wir den sagenumwobenen Tempel von Luxor. Der große Spielplan zeigt eben diesen Tempel. Unsere Aufgabe wird es nun sein, mit unseren Abenteurern vom Eingang entlang des Weges bis zur Grabkammer zu gelangen. Auf dem Weg dorthin sammeln wir alle möglichen Schätze ein, die uns am Spielende Punkte bringen werden, genau wie die Positionen unserer Abenteurer. Je näher wir an die Grabkammer gelangen, umso mehr Punkte gibt es, und wer in die Grabkammer möchte, muss zunächst einen Schlüssel besitzen. Doch zunächst wird der Spielplan vorbereitet. Die Schatzplättchen sowie die roten Osiris-Plättchen werden zufällig ausgelegt, die gelben Plättchen haben ihren festen Platz. Außerdem legt jeder Spieler noch drei seiner Abenteurer auf die Felder neben den Anubis-Statuen. Die beiden anderen Abenteuer stellt jeder Spieler auf die Eingangstreppe des Tempels. Jeder Spieler erhält 5 Startkarten, die er nicht umstecken darf. Das heißt, so wie er sie erhält, muss er sie auf die Hand nehmen. Ist ein Spieler am Zug, spielt er die ganz linke oder ganz rechte Karte von der Hand aus. Mit einem stehenden Abenteurer seiner Wahl zieht er dann entsprechend viele Plättchen weit. Hier also 4 Plättchen. Dann zieht der Spieler eine neue Karte vom Nachziehstapel und steckt sie genau in die Mitte seiner verbliebenen Handkarten. Im nächsten Zug darf er dann allerdings wieder erstmal nur die beiden äußeren Karten spielen. Das macht auch der zweite Spieler. Er spielt die 1. Das heißt, einer seiner Abenteurer geht genau ein Plättchen weit nach vorn. Anschließend zieht auch er wieder eine neue Karte und steckt sie in die Mitte. Der dritte Spieler wählt diese Karte ganz links von seinen Handkarten. Sie zeigt das Würfelsymbol. Das heißt, der Spieler wirft den Würfel, hier eine 3, und er darf nun mit einem seiner Abenteurer eben 3 Plättchen weit nach vorn ziehen. Anschließend zieht auch er wieder eine neue Karte vom Stapel. Der vierte Spieler spielt schließlich dann noch von seiner Hand diese Plus-Minus-1-Karte aus. Das heißt, er dürfte seinen Abenteurer ein Plättchen nach vorne oder zurückziehen. Da beide Abenteurer noch am Start stehen, kann er nur nach vorne laufen. Dabei dürfen dann also auch mehrere Abenteurer unterschiedlicher Spieler auf einem Plättchen stehen. So geht das Spiel nun reihum weiter. Gelb ist am Zug und wir schauen uns mal ein Schatzplättchen genauer an. Am rechten Rand ist die Anzahl an Abenteurern vorgegeben, die ein Spieler in seiner Farbe dort platziert haben muss, um dieses Plättchen zu erlangen. Bei diesem Plättchen hier sind das 2. Hat also der gelbe Spieler einen zweiten Abenteurer auf das Plättchen ziehen können, so erhält er es in seinen Vorrat. Das nun leere Feld wird bei zukünftigen Bewegungen nicht mehr mitgezählt, sondern übersprungen, und der Spieler erhält noch die Siegpunkte auf dem Plättchen. Hier waren das 3. Der blaue Spieler ist wieder am Zug. Er spielt eine 2 aus und entscheidet sich für diesen Abenteurer, den er 2 Plättchen weiterzieht. Dabei überspringt er ein Feld mit der Anubis-Statue. Das bedeutet, dieser dort liegende Abenteurer wird nun stehend an den Start gestellt und kann jetzt auch nach vorne bewegt werden. Die beiden Abenteurer auf dem Schatzplättchen erfüllen die Vorgabe des Plättchens, das heißt, der Spieler erhält 3 Punkte und das Schatzplättchen in seinen Vorrat. Diesmal ist auf dem Feld jedoch noch eine Kobra zu sehen. Passiert das, wird ein Tempelplättchen aus dem allgemeinen Vorrat mit so einem Kobra-Symbol aufgedeckt und an diese Stelle gelegt. Das heißt, dieses Feld wird künftig nicht übersprungen, sondern Spieler, die hier landen, erhalten dann den Bonus, der auf dem Plättchen zu sehen ist. Hier in diesem Beispiel wären das 1 oder 2 Horus-Symbole. Landet der rote Spieler mit seinem Abenteurer im nächsten Spielzug auf diesem Plättchen, so darf er sich nun eine Horus-Karte eben mit 1 oder mit 2 Symbolen aussuchen. Dabei darf er jeweils nur die oberste Karte des Stapels nehmen. Sämtliche Horus-Karten bieten jeweils individuelle Bewegungsalternativen. So kann man zum Beispiel dann gleich mit allen Forschern einen Schritt nach vorne laufen, mit einem Forscher 1 bis 5 Schritte nach vorne tun, mit allen Forschern 2 Schritte laufen, den letzten eigenen Forscher zum vorletzten ziehen oder hier bei den Dreiern ganz rechts 2 Schritte nach vorne machen und dann bei einem Schatzplättchen einen Abenteurer weniger benötigen als auf dem Schatzplättchen angegeben. Horus-Karten auf der Hand bieten den Spielern also dann mehr Bewegungsfreiheiten. Entscheidet sich der Spieler für eine solche Karte, so steckt er sie dann ganz normal wieder in die Mitte seiner Kartenhand. In diesem Fall würde er dann keine weitere Karte nachziehen, da er mit dieser Karte bereits wieder 5 Handkarten besitzt. Wird eine solche Karte später ausgespielt, gelangt sie ganz normal mit auf den Ablagestapel. Wird dann irgendwann der Ablagestapel neu gemischt, befinden sich also neben den Startkarten auch die Horus-Karten mit im Stapel.
Eine solche Horuskarte erhalte ich auch, wenn ich auf ein gelbes Plättchen ziehe. Alternativ kann ich mir dort einen Schlüssel nehmen. So ein Schlüssel ist am Spielende einen Siegpunkt wert, außerdem öffnet er mir das Tor zur Grabkammer, wenn ich ihn einsetzen möchte. Weitere besondere Plättchen sind dann die roten Osiris-Plättchen. Gelange ich auf ein solches, wird meine Bewegung um so viele Plättchen verlängert, wie dort angegeben, hier also um zwei Plättchen. So landet der grüne Abenteurer dann wieder auf einem gelben Horus-Plättchen, erhält dort wieder eine Karte oder einen Schlüssel. Mit zwei Abenteurern auf diesem Schatz erfüllt der rote Spieler die Vorgabe, hält also das Schatzplättchen und die Punkte, und das Feld zeigt nun ein Falkensymbol. Wieder wird hier ein Tempelplättchen mit dem entsprechenden Symbol, also hier mit dem Falken, offen ausgelegt. Der gelbe Spieler zieht im nächsten Spielzug darauf. Solange der Vorrat reicht, erhält der Spieler hier einen Skarabäus. Skarabäen bringen zusätzliche Punkte am Spielende. Weitere lilane Tempelplättchen zeigen dann beispielsweise einen Tunnel. Hier rutscht der Spieler mit seinem Abenteurer direkt zum nächsten Tunnelfeld. Und gelangt der Spieler auf ein lilanes Plättchen mit einem Joker, erhält er, solange der Vorrat reicht, ein Jokerplättchen. Diese Plättchen bringen zwar keine direkten Siegpunkte, können aber am Ende des Spiels Sets an Schätzen ergänzen, dazu gleich mehr. Die Grabkammer am Ende des Weges muss ich mit einer Bewegungskarte exakt erreichen. Ich darf keine Bewegungsschritte verfallen lassen. Außerdem benötige ich zum Betreten einen Schlüssel. Diesen lege ich jetzt hier auf das Schlüsselfeld. Und wenn ich der Erste bin, der die Grabkammer betritt, erhalte ich den Sarkophag mit der 5. Der zweite Spieler, der die Grabkammer betritt, erhält dann noch den Sarkophag mit der 3. Das müssen nicht zwingend zwei verschiedene Spieler sein, das könnte auch theoretisch ein und derselbe Spieler sein. Sobald zwei Abenteurer in der Grabkammer stehen, wird das Spielende ausgelöst. Das heißt, die letzte Runde wird noch zu Ende gespielt. Sollten noch weitere Abenteurer die Grabkammer erlangen, erhalten sie dann natürlich keinen Sarkophagbonus mehr. Nun erfolgt die Endabrechnung. Jeder Spieler schaut, auf welcher Position sich jeder seiner Abenteurer befindet. Am Rand jedes Feldes sind die Punkte angegeben, die ich für meine Abenteurer erhalte. Im schlechtesten Fall können das auch mal 0 sein. Der höchste Wert sind die 13 Punkte in der Grabkammer. Zusätzliche Punkte gibt es dann noch für eventuell eingesammelte Sarkophage. Für jeden nicht eingesetzten Schlüssel, nämlich genau einen Siegpunkt. Sowie für eventuell eingesammelte Skarabäen. Diese werden zum Schluss aufgedeckt und jeder Spieler addiert die Punkte auf den Skarabäenplättchen. Zum Schluss werden noch die Schätze kontrolliert. Jeder Spieler bildet aus seinen Schatzplättchen Sets aus drei unterschiedlichen Schätzen. Dabei können fehlende Schätze mit Jokern ergänzt werden. Pro Set dürfen maximal 2 Joker eingesetzt werden. Dieser Spieler würde hier beispielsweise 3 komplette Sets erfüllen und so viele Punkte erhalten, wie es die Tabelle vorgibt. Bei 3 Schätzen also 12 Punkte. Alle Punkte werden addiert und der Spieler mit den meisten Punkten ist der Sieger.